Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Teil, den 9. Teil bereits, wieder dabei mit dem John. Hallo. Ja, und wir machen wieder weiter mit der Fragerunde, Leute, seit dem dritten Part. Seit dem dritten Part gibt es jetzt die Fragerunde, damit ihr mal ein bisschen was von uns kennenlernt, wir uns ein bisschen entblößen, weil wir, ja, nichts anderes zu tun haben. Nein, Spaß. Nee, weil wir zeigen, dass wir bescheuert sind. Ja, genau. Und deswegen, John, nächste Frage bitte. Okay, dann würde ich mal sagen, was hältst du von One Piece oder Yu-Gi-Oh? Ehrlich gesagt muss ich sagen, auch ein guter Satzbau. One Piece habe ich echt gerne geguckt. One Piece fand ich immer super. Die ganze Story dahinter fand ich echt klasse, habe ich gerne geguckt. Yu-Gi-Oh natürlich auch. Also Yu-Gi-Oh habe ich auch sehr viel geguckt. Aber als ich dann älter wurde, so habe ich es nicht mehr so geil gefeiert wie One Piece. Aber ich habe natürlich auch viel Yu-Gi-Oh gespielt, habe die ganzen Karten teilweise noch zu Hause, die Spielkarten, ne? Und, aber die waren, ich fand die mal echt ziemlich überteuert. Also die waren immer sehr teuer. Kann ich mich daran erinnern, dass die immer ganz schön teuer waren. Ich glaube irgendwie 30 Euro oder so eine Dual Box oder so. Also die waren okay. Die Box kann sein, aber ich glaube so, du konntest immer so Packs kaufen, dann hattest du irgendwie so 5 oder 6 Karten für, ich weiß gar nicht, 7 Euro. Ja, aber so. Die waren auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Wenn oder man Mark, so ein ganzes Deck voll haben wollte, dann waren das echt viel Geld, was man dafür eigentlich so ausgegeben hat, ne? Ja, das hat schon reingehauen, das stimmt. Und aber sonst, Yu-Gi-Oh! Finde ich auch geil, aber ich glaube, das heißt auch Yu-Gi-Oh! GT, was es jetzt neuerdings gibt, diese neuen Folgen von Yu-Gi-Oh! Die finde ich nicht mehr so teuer. Also ich finde es wirklich am Anfang toll, wo es halt ganz normal Yugi gegen, ich weiß nicht mehr, wie der Antagonist da hieß. Seto Kaiba? Ja, genau, kann sein. Der mit den drei Pegasus, genau. Mit den dreiköpfigen Drachen ist doch was, ne? Der dreiköpfigen Drachen, das ist Seto Kaiba. Okay, aber was macht Pegasus? Pegasus macht die ganzen. Ist ein bisschen später, der ist in der zweiten Folge, zweiten Staffel kommt und der Pegasus macht die ganzen, diese ganzen Anime-Kreaturen, die so ein bisschen. Der ist generell, den führen die dann ein als der Typ, der Yu-Gi-Oh! Erfunden hat. Also das kann ja, genau, aber der hat doch alle solche bösen Monster jetzt, sag ich mal, oder irgendwie die so alle auf Anime sind. Ja, der hat Looney Tunes, also der Toons. Ja, genau, Toons. Toon World, ja, das hat der, das stimmt. Also die finde ich auch cool, aber später gab es ja die ganze GT-Kacke und alles, die finde ich nicht mehr so toll. Also GX zum Beispiel, kennst du das? Ja, genau. Also das mit hier, wie hieß er nochmal, Jaden? Nee, kenne ich nicht mehr. Das fand ich noch geil, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Und danach hat es aber aufgehört. So, danach fand ich, glaube ich, nichts mehr geil. Ja, so. Ja. Also, aber Pegasus fand ich noch sehr cool. Also mit Yu-Gi-Oh! Und Pegasus fand ich cool. Ja, also Pegasus war halt scheiße, ne? Aber Yu-Gi-Oh! Die Staffel fand ich auch noch cool. Ja. Also One Piece muss ich sagen, also ich müsste bei den beiden eher zu Yu-Gi-Oh! Tendieren, weil One Piece habe ich schon geguckt, aber ganz selten mal. Also ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich da vielleicht 5 Folgen geguckt insgesamt. Also, der weiß nicht so viel drüber, aber es sah ganz geil aus, was ich gesehen habe damals. Ja, übrigens, Leute, ich muss dich mal kurz unterbrechen, John, weil im Hintergrund läuft gerade jetzt die Bo-Saga, es geht jetzt weiter mit Bo, also den Endgegner quasi der ganz normalen Dragon Ball Z-Serie, also Dragon Ball Z-Reihe. Und ja, deswegen, wir beginnen jetzt gerade mit der Reihe bei Bo und wir sind gerade im kleinen Turnier gegen Kid Trunks versus Goten, also Goten, dem Sohn von Son Goku, und Kid Trunks ist der Sohn von Vegeta, wie vorhin bereits erwähnt im letzten Part. Ja, und damit haben wir jetzt die Bo-Saga eingeleitet. Ja, und dann würde ich sagen, John, hast du noch eine andere Frage für uns? Ja. Aber ich würde gleich mal mit dem Anime-Thema eigentlich weitermachen. Können wir mal die anderen Serien ein bisschen abdecken. Ja, also ich weiß nicht so, es gibt ja noch Digimon, generell Dragon Ball Z gibt es ja noch natürlich, hier, wenn wir es gerade schon spielen. Ja, weiß ich nicht. Digimon hast du selber nicht geguckt, hast du gesagt, ne? Nicht so häufig, nee. Aber ich habe es auf jeden Fall ein paar Mal verfolgt, aber so wirklich Erinnerung daran habe ich nicht, nee. Okay. Also wenn, habe ich echt Dragon Ball Z ohne Ende geguckt. Das war wirklich. Also Dragon Ball Z habe ich echt viel geguckt. Aber gab es eigentlich im deutschen Fernsehen nicht so oft, leider. Ja, ich habe halt, also im deutschen Fernsehen kam, glaube ich, Digimon und ich habe das halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob Grundschule war oder Realschule oder so. Da habe ich dann immer so, wenn da Hausaufgaben waren oder so, dann habe ich dann irgendwie da ein bisschen so hingeschlichen, so. Also jetzt ein geiles Beispiel von Vorbildfunktion wieder. Ne? Also ich habe natürlich erst die Hausaufgaben fertig gemacht. Erstmal alle Hausaufgaben fertig und dann habe ich mich erst hinter den Fernseher geschlichen. Und habe Digimon geguckt. Oh, das war so geil. Ich habe Digimon so geliebt. Das ist meine lieblichste Anime-Serie, einfach Like Hell. Digimon finde ich so geil. Ich habe die erste Staffel aber gar nicht mal. Ich habe gar nicht mit der angefangen. Jetzt werden mich ganz viele Leute haten, weil die erste finden alle die beste. Ich habe mit der vierten angefangen und ich muss auch sagen, dass ich die vierte die beste finde, deswegen leider.
Aber ich habe danach tatsächlich noch die erste, zweite und dritte geguckt. Die fünfte, glaube ich, das Dartak Squad oder so, ne? Die fand ich super scheiße, muss ich sagen. Die habe ich auch nicht geguckt zu Ende, die fand ich auch doof. Aber die kann man, also die kann man halt dann auch so noch später gucken, finde ich, die anderen Staffeln. Und so erste, zweite finde ich, also jetzt nachträglich auch noch super geil. Okay, dritte ja. ist cool, aber so lala cool. Also sie ist so, weil das ist ein bisschen was anderes, weil ich weiß nicht, ob du Digimon kennst, ja gar nicht so da, aber in der ersten und zweiten ist es ja so, dass die ihre Digimons bekommen und dann mit Digitation und so weiter und dann können die da so richtig digitieren, einzeln die einzelnen Digimons und so. In Teil 3 ist es so, dass die sich schon selber Digimons zeichnen können, also das ist der Hauptcharakter, der zeichnet sich dann Digimon, das ist eigentlich ganz cool. Und also das finde ich halt so eine coole Sache eigentlich und das ist halt auch so ein bisschen nochmal eine coole Aktion, weil es schon mehr in der realen Welt. Ja, und ja. Bei Digimon 4, also bei Frontier, da verwandeln die sich selber in Digimons. Da gehen okay. die Leute werden selber, die Fighters feiere ich halt schon, weil irgendwie finde ich, die sehen am coolsten aus, so die Digimons irgendwie. Ja, weiß ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir mal noch ein anderes Thema. Jetzt haben wir ja so viel über Anime gequatscht. Ich wollte eigentlich gerade noch mit anderen dich nach einer anderen Serie fragen. Ja. Wie ist es denn bei dir mit Naruto? Hast du das gesehen? Beziehungsweise Naruto oder Pokémon? Was würdest du sagen? Was hast du beides gesehen oder auch nicht so verfolgt, Naruto und Pokémon? Also Pokémon habe ich gar nicht geguckt, finde ich auch eigentlich überhaupt nicht toll. Ich weiß nicht, wie die Leute das mögen. Ja, ist ein bisschen langweilig, das stimmt, ja. Und Naruto ist eigentlich so die Idee ganz geil, aber habe ich leider auch nie richtig geguckt. Aber das müsste ich eigentlich mal gucken irgendwann okay, nochmal. Ja. Aber Naruto wurde ja auch so Naruto wurde ja auch so gefeiert, ne? Also. Ja, das wurde auch ziemlich gefeiert. Aber ich finde das auch zu Recht eigentlich. Die Idee ist ziemlich geil. Und kennst du eigentlich die Kickers? Also, kennst du die ja diese Kicker-Serie? Japanische Kickers sind das ja quasi, ja. Ey, die feiere ich richtig, also die eine davon feiere ich richtig. Ich weiß nicht, welches ist, die Teufelskicker oder so? Nee, heißen die nicht. Ich konnte sogar einen Team-Song von denen mal. Die waren auf jeden Fall cool. Mit Tsubasa Ozora heißt, glaube ich, der. Ja, aber das war echt. Aber eigentlich, es geht nur um so ein Fußballspiel, ne? Aber es hat einfach immer Spaß gemacht, das zu gucken. So geil gewesen, ohne Witz. War echt cool. Und damit, Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind leider wieder am Ende der Folge. Bis dahin. Cheerio. Tschüss.